meine Liebe, ich grüße Sie alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute wollen wir einen leckeren Apfelkuchen machen. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Wir brauchen Äpfel natürlich. Ich habe hier 8 Stück. Sie sind aus dem deutschen Anbau. Sie schauen jetzt nicht mehr so schön aus, aber für den Apfelkuchen sind sie genau gut. Dann brauchen wir Päckchen Backpulver, 3 Eier, ca. 50 ml Milch, 150 Gramm Zucker, 150 ml Öl und 300 Gramm Mehl. Fangen wir an. Erster Schritt. Zuerst machen wir den Teig. Und dafür nehme ich erstmal 3 Eier. Heute nehme ich meine Küchenmaschine dazu. Man kann es natürlich auch mit dem Mixer machen oder mit einem Schneebesen. Die Eier werde ich erstmal mit dem Zucker schlagen, bis die Masse so weiß ist. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt so 2-3 Minuten so richtig geschlagen. Das muss jetzt nicht so super weiß sein, damit der Zucker mit den Eiern sich richtig schön vermischen. Jetzt tue ich die Milch rein, 50 ml. Das Öl kommt auch direkt rein. Das Ganze werde ich nur kurz durchmischen. Das Backpulver werde ich jetzt mit dem Mehl vermischen und dazu tun und langsam vermischen. Das Mehl habe ich jetzt durchgesiebt, jetzt kommt das Ganze hier rein und ich werde das langsam beimischen und richtig schön vermischen. Der Teig ist jetzt soweit fertig, ich habe jetzt 4 bis 5 Minuten richtig schön durchgerührt. Ich werde mich jetzt mit den Äpfeln beschäftigen. Also ich nehme sie jetzt erstmal, schäle sie und schneide in so grobe Stücke. Also für den Apfelkuchen nehme ich 6 Stück, 2 lasse ich weg, die benutze ich für das Deko. Also zuerst werde ich sie schälen, entkernen. Ich habe jetzt alles soweit geschält und geschnitten. Ein Apfel habe ich gelassen für oben, fürs Deko mache ich. Und das habe ich in Streifen geschnitten, da werde ich auch noch so oben machen. Das zeige ich aber nachher. Was ich noch sagen wollte, die Apfelschalen zum Beispiel werfe ich nicht weg. Ich mache davor ein Kompott. Die sind sehr gesund, die Apfelschalen und die Kerne. Freut sich mein Enkel, aber ich zeige es nachher Ihnen. Als nächstes kommen die Äpfel hier zu dem Teig und ich vermische das alles richtig schön. Also ich habe jetzt die Äpfel nicht so fein geschnitten. Ich habe sie ein bisschen so gröber geschnitten. Ich mag es, wenn sie so noch Stückchen drin sind. Man kann sie auch feiner machen, klar. Es ist jetzt soweit alles fertig. Also ich backe heute den Apfelkuchen in so einer Springform. Der ist 26 cm. Die Springform habe ich schon jetzt mit Backpapier ausgelegt. Und auch die Ränder habe ich mit Backpapier ausgelegt. Vorsichtshalber, damit es auch nicht anbrennt. Ich streiche das alles so ein bisschen glatt. So, jetzt den Apfel, ich habe ihn unten gesäubert ein bisschen, tue ich in die Mitte, weil die Mitte braucht ja immer länger. Deswegen stelle ich ihn hier so rein. Nachher wird er auch richtig durchgebacken. Es kann sein, dass er auch verschwindet, aber der wird so lecker nachher. So, und dann nehme ich noch so die Streifen, habe so mir geschnitten und so ein bisschen so. Als Deko. Nachher wird es schön aussehen. Mein Apfelkuchen ist jetzt soweit fertig.
Jetzt kommt das Ganze in den Ofen, Ober-Unterhitze bei 180 Grad für ca. 40 Minuten. So sieht mein Apfelkuchen nach 40 Minuten aus, aber zur Sicherheit lasse ich ihn noch so 5 bis 10 Minuten drin. So, da sind jetzt ungefähr 50 Minuten vorbei. Ich hole jetzt meinen Apfelkuchen raus, der ist jetzt fertig. So schaut er aus. Und wie schön sieht er. Also, mein Apfelkuchen ist jetzt fertig. Ich werde ihn jetzt versuchen durchzuschneiden und zeigen, wie er von innen aussieht. Mein Apfel ist jetzt ganz verschwunden nach innen, der ist jetzt richtig durchgebacken. Da wird nachher richtig lecker sein. So, ich habe jetzt ein Stückchen rausgeholt, der ist richtig durchgebacken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.